Hallo zusammen. Blackout. Und zwar habe ich vor einem Monat eine Anfrage gekriegt, wie lange kann ich die Ölheizung mit dieser Blox betreiben und bei einem Blackout. Bei mir war das Thema Blackout weit weg, nicht im Interesse. Jetzt habe ich mich ein bisschen beschäftigt und es sind drei Sachen, die bei so Videos, die ich jetzt geschaut habe, nie vorkommen. Das eine ist die Momentanreserve, da wird nur die Hälfte erzählt. Zweitens, die Vorbereitung für ein KMU. Also, so ein Laden wie ich hier habe, was muss ich machen, wie sieht das aus und so weiter. Und dann noch die große Lüge bei den Generatoren. Wenn euch jetzt das nicht interessiert, weil ihr sagt, ich habe kein KMU, ich bin klein Chef von so einem kleinen Unternehmen, aber vielleicht arbeitet ihr da und ihr seid da Lohnbezüger und ihr ernährt euch, also dieser Betrieb ernährt eure Familie. Oder ihr seid nur ein Steuerbezieher, also ihr lebt von Steuergeldern. Ja, diese Kleinunternehmen tragen die hohe Last der Steuern. Was ist bei denen im Blackout? Aber kommen wir auf die Momentanreserve zurück. Wir fangen mit dem an. Die Momentanreserve ist das, was Generatoren speichern. Das wird auch immer wieder erzählt. Und wie funktioniert Stromnetz? Die, die in den 80er, 90er Jahren noch jung waren, die gingen in die Discos und da gab es ja die Lauflichter. Das heißt, da waren drei Lampen, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und daneben waren wieder drei Lampen, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das heißt, wir hatten 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und so haben sich diese Lauflichter, die Lichter bewegt. Das gleiche findet bei uns im Drehstromnetz statt. Da haben wir drei Wicklungen. Ihr kennt die Stecker mit den fünf Polen. Eins ist die Erdleitung, Schutzleiter, der Neutralleiter und dann diese drei Phasen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und beim Motor sind die im Dreieck angeordnet. Oder im Stern. Das ist ein anderes Thema. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt kehren wir die um. Dann ist 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3 und so kann man Motor vor- und rückwärts laufen lassen. Dieses Drehfeld oder dieser Drehstrom ist in ganz Europa ein Drehfeld. Man sagt drehen, weil man spricht von 50 Hertz. 50 Hertz ist so ein 1, 2, 3, 50 Mal in der Sekunde. Das heißt, in der Minute, RPMs, Drehzahl, das gibt man alles in der Minute an. Also so ein Drehfeld bewegt sich 50 Mal in der Sekunde, mal 60, sind dann 3000 Mal in der Minute. Also so ein Drehfeld bewegt sich 3000 Mal in der Minute. Also wir haben 3000 Umdrehungen pro Minute, RPM. Jetzt beim Generator. Der läuft auch mit 3000 Umdrehungen pro Minute. Und das Netz in ganz Europa, das dreht, ob es so dreht, das spielt keine Rolle. Es läuft immer überall gleich. Und dieser Generator zieht das Netz voran. Und die Netzbetreiber, die schauen, dass das genau bei 50 Hertz oder 3000 Umdrehungen sind. Und auf der Hinterseite vom Netz sind die Verbraucher. Wir haben auf der einen Seite die Generatoren und hinten die Verbraucher. Jetzt die Verbraucher bremsen das Netz, das ist wie im Fahrradfahren. Vorne habe ich der stampelt, schaut, dass er immer auf 3000 Umdrehungen läuft. Und hinten ist der Anhänger, der bremst. Das sind die Verbraucher. Jetzt, wenn Verbraucher dazukommen,
muss vorne der Netzbetreiber mehr Generatoren dazuschalten oder diese Generatoren mit mehr Dampf geben, also dass diese Drehzahl immer schön permanent auf 3000 Umdrehungen läuft. Jetzt hat ein Schreinermeister so eine Kreissäge, kennt ihr, der lässt er laufen, die dreht genau mit 3000 Umdrehungen. Wenn er dann ein Stück Holz nimmt, bremst es den Motor ab. Das heißt, dieser Motor bremst das ganze Netz ab. Das heißt, die Frequenz sinkt ein bisschen zusammen. Für das gibt es die Momentanreserve im Netz, diese Schwungmassen von den Generatoren werden ein bisschen ausgebremst, aber weil die so eine Riesenmasse haben, drehen die mit. Bis dann der nächste Generator dazukommt oder eben mehr Druck auf die Wasserturbine gibt oder sonst was. Von dem, was niemand spricht, ist die Momentanreserve in den Verbrauchern. Jetzt nehmen wir an, diese Kreissäge vom Schreinermeister, die dreht und jetzt kommt irgendwo ein anderer Verbraucher dazu, jetzt wird das Netz abgebremst. Statt 3000 Umdrehungen läuft das nur noch 2999,9 Umdrehungen und dieser Motor vom Schreinermeister, der jetzt da dreht, der dreht zuerst auf 3000 Umdrehungen und jetzt geht das Netz ein bisschen zurück, das heißt, er hat eine Schwungmasse, bis er sich reduziert hat, wieder auf die 2999 Umdrehungen, braucht er momentan gerade weniger Strom, bis er ein bisschen langsamer geworden ist. Jetzt kommt irgendwie eine Solaranlage dazu, das heißt, da schaltet eine Solaranlage ein, weil es einfach gerade Sonne gibt, weil diese Solaranlagen können einfach dazu und wegschalten, das ist nicht kontrollierbar für die Netzbetreiber. Das heißt, die Umdrehung von dem Netz geht ein bisschen hoch. Das Netz, das Frequenznetz, dreht nicht mehr auf 50 Hertz, sondern 50,0 sowieso, 50,1. Das heißt, die Drehzahl geht hoch auf 50, auf 3020 Umdrehungen. Dieser Motor vom Schreinermeister, die Kreissäge, die wird jetzt, muss ja dann auch auf 3020 Umdrehungen steigen und dieser bremst das ganze Netz, bis er wieder auf den Höchstdrehzahlen von 3020 Umdrehungen ist und dieser Motor vom Schreinermeister, das ist nicht nur der Schreinermeister, sondern sind zig Milliarden Motoren, die permanent irgendwo in Europa laufen. Das ist euer Handmixer zu Hause. Das ist ein Kühlschrankmotor. Das sind Kühlkompressoren von Kühlanlagen oder Großkühlanlagen. Das sind dann schon richtige Apparate. Es irgendwie eine Bohrmaschine oder sonst was, auch wenn die nur auf einer Phase laufen, diese Schwungmasse in diesen Motoren verbraucherseitig gehört auch zur Momentanreserve, was das ganze europäische Netz ein bisschen stabilisiert. Und ich habe jetzt in den letzten 2-3 Wochen nie irgendwas gesehen, dass diese Momentanreserve der Verbraucher auch das Netz stabilisiert. Nur, sind wir ehrlich, jetzt habt ihr seit der Schreinermeister ist am Sägen und da fällt der Strom aus und der ist gerade mit dem Brett dran, oh, fertig. Da geht nichts mehr. Die Momentanreserve, dieser Verbrauch und auch der Generatoren, die ist so verschwindend klein. Also wenn der Strom ausfällt, dann stehen die. Und wenn ihr einen Mixer habt zu Hause, wenn der Strom weg ist, ist fertig. Da dreht da vorne nichts mehr. Also diese Momentanreserve ist zwar für die Netzstabilisierung in dem ganz europäischen Netz ein Argument, aber ist nicht ausschlaggebend, wenn es ein Blackout gibt. Zweitens kommt es dazu bei den
Verbrauchern gibt es immer mehr elektronisch kommutierte Motoren. Das heißt, drehzahlregulierte Motoren. Die wandeln dann den Strom um in Gleichstrom und hacken den wieder in eine Frequenz. So kann ich einen Motor in der Drehzahl regulieren. Das heißt, ich kann den auf 20 Hertz laufen lassen oder ich kann den auch auf 100 Hertz laufen lassen. Komplett unterschiedliche Drehzahlen und diese Motoren, diese elektronisch kommutierten Motoren oder drehzahlgeregelten Motoren, die sind vom europäischen Netz an sich abgekoppelt. Weil der Frequenzumrichter zieht die 50 Hertz und diese Schwungmasse ist vom Netz abgekoppelt, die ist also immer weiter weg oder nicht mehr da. Und es gibt immer weniger Motoren, die direkt laufen. Also viele Motoren in der Industrie werden heute Frequenz umgerichtet. Kommen wir zum Thema KMU. Diese Kleinunternehmen, wie ich hier habe, ja, das sind Betriebe, die laufen, die Steuern zahlen, die Löhne zahlen, die Leute beschäftigen. Was ist, wenn jetzt der Strom ausfällt? Dann stehe ich hier im Dunkeln. Meine Tür, die automatische Tür, die ich habe vorne, die geht nicht mehr auf. Also ich muss hinten rein mit dem Schlüssel konventionell, das funktioniert. Aber mein Personal kann nicht kommen, weil ich keine Stempeluhr mehr habe. Die funktioniert nicht mehr. Die Hälfte meiner Mitarbeiter ist am PC gebunden. Das heißt, der geht nicht. Die können ein bisschen noch irgendwas abordnen oder sonst was, aber in einer halben Stunde, spätestens eine Stunde, die können noch einen Tisch aufräumen und so, wenn es hell ist draußen. Wenn es jetzt um diese Tageszeit morgens dunkel ist, dann sehen die auch nichts. Das heißt, die Hälfte aller Mitarbeiter können in einer halben Stunde, Stunde nach Hause gehen. Die können nicht mal einen Kaffee rauslassen. Da geht nichts mehr. In der Produktion, im Lager, was ich sonst habe. Einer, der hier noch einen Transport durchführt, der kann noch das Fahrzeug beladen. Nur Frage, soll der wegfahren und irgendwas ausliefern? So nach dem Motto, da ist ja vielleicht keiner mehr. Der die Pakete richtet mit dem Lieferschein. Ja, wenn er den Lieferschein schon ausgedruckt hat, kann er das Paket noch fertig machen. Aber der Bindapparat, um die Pakete zu binden, der läuft elektrisch. Da geht auch nichts mehr. In der Werkstatt, klar, kann ich ein Rohr von Hand sägen. Oder entgraten von Hand. Biegen machen wir von Hand, aber für das muss ich mal ein Rohr abschneiden. Ich kann noch löten. Aber einen Probelauf an einem Gerät, eine Bohrmaschine betreiben, irgendwie, ich sag mal, der ist in einer Stunde arbeitslos. Habe ich keine Arbeit mehr für den. Was mache ich dann mit diesen Mitarbeitern? Erstens ist die Frage, kommen die überhaupt mal morgens? Ich denke, bei uns kommt die Hälfte von der Belegschaft zu Fuß und mit dem Fahrrad. Die werden kommen. Auch der weiteste Mitarbeiter, der hat jetzt hier rund 20 Kilometer. Ja gut, der könnte hierher schaffen. Der hat auch keine Ampeln unterwegs und so weiter, sein Arbeitsweg. Das wird klappen. Nur, was macht er hier? Nix. Ich mache hier, wenn Blackout ist, den Laden zu. Punkt, fertig. Ich in meinem Laden kann das machen. Ich habe keine stetige Produktion. Ich habe nicht eine Kunststoffspritzanlage, die Strom braucht. Ich bin nicht ein Bäckermeister, wo der Ofen nachher nicht mehr geht. Da kann ich keine warmen Brötchen mehr machen. Die Teigmaschine geht nicht mehr. Und so weiter. Nur, ich muss ja meinen Laden just in time beliefern, dass ich hinten die Brötchen backe und vorne verkaufe. Ja gut, die Türe geht nicht auf. Es kommt ja dann keiner mehr. Die elektronische Geldabrechnung geht auch nicht mehr. Was mache ich als Kleinunternehmen, wenn wirklich ein Blackout entsteht?
Ich habe hier mal eine Checkliste gemacht, was bei einem Blackout zu machen ist. Also erstens, ist es ein Blackout oder nicht? Da gibt es auch so, ich muss dann irgendwo in ein Spital nach Berlin anrufen. Nur, der hat ja auch keinen Strom. Der nimmt denn das Handy, das Telefon ab? Ich kann irgendwo anrufen. Am besten rufe ich einen Bekannten an auf dem Handy, vielleicht geht dann sein Netz noch. Den kann ich fragen, aber nicht die öffentliche Hand belästigen. Die haben im Spital dann andere Sorgen. Ja, was mache ich hier beim Blackout? Ich habe hier aufgeschrieben, sofort das Gas sichern. Gashähne zu. Ich habe draußen ein Gaslager vom Propan. Da komme ich nachher dazu. Das ins Gebäude schaffen. Nicht hinten habe ich so einen Kasten, der ist zwar abgeschlossen, nur... ist nochmal mit Gewalt, kriege ich den von Hand auf. Dann die PCs runter abschalten, vom Netz trennen, Ladegeräte ausstecken, alle PCs vom Netz nehmen. Komme ich dazu. Sicherung im Haupttableau raus, alle Sicherungen raus, sogar Hauptsicherung raus, alles trennen, so schnell wie möglich. Also, wenn ein Blackout, wie Sie sagen, ein paar Tage geht, dann kann ich auch langsam machen. Aber alle Sicherungen raus. Diese Sicherungsautomaten raustrennen. Komme ich dazu. Fenster schließen. Weil wir haben Kippfenster, die teilweise offen sind. Da muss ich schauen, dass ich die zubringe. Die elektrisch zumachen. Dachfenster haben wir. Wir haben Lüftungsklappen. Zumachen. Ich habe hinten die Abluft, die schließt. Mit Druckluft. Ja, ich habe, wenn ich einen Stromausfall habe, auch keine Druckluft mehr. Ich habe elektrische Türen. Die könnten beim Stromausfall eventuell aufspringen oder nicht verriegeln. Also die schauen, dass ich die zukriege. Eventuell mechanisch verrammeln. Ich habe eine Testsolaranlage, wo ich Geräte teste, weil wir machen ja Solarkühlschränke, die dann mit Solar funktionieren. Das ausschalten. Ich gehe davon aus, wenn wir einen Blackout kriegen, kriegen wir den im Winter. Und zwar im Januar, Februar. Dann, wenn alle Wärmepumpen laufen und viel Strom gebraucht wird. Dann im Testraum, wir haben einen Testraum, wir haben zwei Testräume, wo wir Geräte testen, diese Geräte ausschalten. Und die Türen öffnen, weil sonst fangen sie an zu stinken. Ja, das ist das, was sofort passieren müsste. Ich habe eine Wohnung im oberen Stock. Ich habe hier eine Wärmepumpe. Ich sage mal ganz frech, das Ding läuft nicht mehr. Also das ganze Gebäude kühlt aus. Im oberen Stock wohnt meine Mutter, die muss ich umsiedeln. Die Hütte wird kalt. Dann ist die Überlegung, nehme ich meine Fahrzeuge, die außen rumstehen, ins Gebäude rein. Und dann kommt das Thema, ist es im Januar oder Februar, ist hier unter Null. Nehmen wir an, es hat minus 10 Grad. Dann kühlt hier die Hütte aus. Ich habe Bodenheizung. Die Wohnung oben hat eine Bodenheizung. Ich habe in der Werkstatt Bodenheizung. Ich habe im Laden Bodenheizung. Ich habe Radiatoren. Ja, wenn die einfrieren, dann habe ich erstens mal eine Riesensauerei. Zweitens kann ich die Heizung, weil sie dann undicht ist, nicht mehr in Betrieb nehmen, wenn der Blackout vorbei ist. Also muss ich diese Heizung entweder mit Frostschutz füllen, ich muss aber auch die Zirkulationspumpe laufen lassen, oder ich habe dann, wie in dem Video, was ich gefragt habe, einfach mal meine Ölheizung, die ich noch habe, weil die Wärmepumpe ist an sich zu schwach, kann ich diese Heizung in Betrieb setzen. Oder probiere ich einen Teil vom Wasser rauszunehmen bei der Wärmepumpe, die Zirkulationspumpe laufen zu lassen und dann mit Frostschutz zu füllen.
Ich habe hier Froschschutz hier, das wäre kein Problem. Andere Betriebe haben das nicht. Ich kann ja dann vielleicht ein bisschen Wodka oder sonst was ins Heizsystem einfüllen, dass das Zeug ja hoffentlich nicht einfriert. Oder wenn ich einen Radiator habe an der Wand, einen Gasstrahl davor stellen. Mit dem komme ich dazu, oben mein Gas sichern. Ich nehme einen Gasstrahler und strahle den Radiator an und probiere mit der Batteriebox das Heizsystem in Gang zu kriegen, dass ich die Hütte nicht einfriert, das Heizsystem nicht einfriert. Ja, jetzt nach 2 Tagen Stromausfall. Meine Angestellten kommen ja sowieso nicht mehr. Ich habe Gas im Haus. Ich habe hier hinten Gaslager, eben das zu sichern. Ich habe Batterien, mehrere hundert am Lager. Vielleicht hat, aber die sind nicht geladen. Das heißt, vielleicht hat da einer eine Idee, weil er jetzt meine Videos gesehen hat. Er kommt dann zu mir und fragt, ob er so ein Teil kaufen kann. Ja, dann muss ich sagen, ja, kaufen, am besten auf Rechnung. Jo, was ist so ein Teil wert in diesem Moment? Geladen, wo ich 3 Tage meine Heizung betreiben kann. Welche Währung nehme ich denn? Ist der Euro oder der Schweizer Franken nach dem Blackout noch was wert? Ganz ein anderes Thema. Also, ich sag mal, ich mache jetzt euch ein Angebot. In der Krise gibt es dann so ein Teil für, statt für 1400 Franken, für 120. Zahlbar in Schweizer Goldmünzen. Also, 6 Goldmünzen a 20 Franken, das sind 120 Franken, da können wir wieder drüber reden. Weil Geld beim Automaten kriegt ihr auch nicht mehr. Und hierher kommen müsstet ihr ja auch zum so einer Batterie. Und ich müsste dann ja auch hier sein. Aber das geht alles nicht. Nur eben nach 2 Tagen kriege ich vielleicht Besuch von jemandem, der meine Gasflaschen haben will, die ich vielleicht brauche, um die Heizung oder die Hütte ein bisschen warm zu kriegen, dass es wenigstens nicht einfriert. Ich verstehe seine Sorgen. Muss ich das Gelände sperren? Irgendwie. Ich muss Selbstschussanlagen installieren. Oder das Gewehr durchladen. Also, was passiert nach 2 Tagen, nach 3 Tagen, nach 4 Tagen? Ich kann euch das nicht beantworten. Und ich habe versucht, irgendwo im Internet rauszusuchen, was so ein Kleinunternehmer machen soll. So wie ich. Nichts. Keine Antwort. Ich bin nicht unbedingt prozessabhängig, aber ich kenne Kunden bei uns, die haben Kühlanlagen. Also nicht so Kühlschränke, wie ich meistens vorstelle, sondern große Kühlanlagen. Ich mache euch einen Link über Kühlanlagen-Playlist von mir, was wir sonst so an gewerblichen Kühlanlagen machen. Da ist richtig Knete in den Kühlanlagen. Gut, wenn es unter Null ist, dann muss ich schauen, dass das Zeug dann nicht einfriert, aber ein Tiefkühler, was mache ich mit dem? Ich habe mobile Kühlcontainer. Ja, ist toll, die laufen mit Strom. Nützt auch nichts. Also, es gibt Leute, die sind Betriebe, die sind dann permanent auf den Strom angewiesen. Und was ist, wenn der Strom wieder kommt? Und jetzt komme ich, warum die Sicherungen ausschalten? Warum muss ich alle Hauptsicherungen rausjagen? Wenn das Netz eingeschaltet wird, ist das Netz noch relativ klein. Das heißt, es ist unstabil. Das heißt, die Spannungen werden hoch runter gehen. Es kann sein, dass das Netz kommt und gerade wieder rausfliegt. Und dann kommen Spitzen. Das können normale PCs heute nicht vertragen. Also wenn ihr in südlichen Ländern unterwegs seid oder Länder, die eine schlechte Stromversorgungskapazität haben, die haben vor den PCs alle so eine kleine USV, um den Strom zu stabilisieren. Das ist so ein kleines Kistchen. Bei uns ist das nicht nötig. Wir haben ein stabiles Stromnetz. Noch.
Erstens, nach dem Blackout kommt mein Personal wieder. Ich denke, meine wohnen alle auf dem Lande. Da kommt der größte Teil irgendwie wieder. Oder kommen die gar nicht mehr? Meine Kunden, kommen die wieder? Oder sind die überhaupt noch da? Von dem spricht keiner. Es wird also eine Zeit vor dem Blackout geben und nach dem Blackout. Und ob der Blackout kommt, das ist klar. Wir wissen nur nicht wann. Und jetzt komme ich noch zu den Generatoren. Mein drittes Thema. Es gibt Generatoren und es gibt Generatoren. Jetzt wird da Generatoren werden angeboten für wenig Geld und so weiter. Und wenn ein Generator läuft und da wollt ihr zum Beispiel eure Gasheizung betreiben oder eure Ölheizung und Mutter wollte einen Föhn einschäkeln oder irgendwie ein Kochfeld betreiben, das funktioniert nicht. Doch, es funktioniert. Aber wenn ihr einen ungeregelten Generator habt oder einen Generator mit einer, nicht mit einer Sinuswelle, also ein Generator mit Inverter ohne Sinuswelle, dann hat er so ein Rechteck. Dann geht die Spitze vielleicht hoch im Peak über 500 Volt. Wenn ihr eine kleine Steuerung dran habt, wie die Gasheizung und irgendwie eine hohe Last und die Last fällt ab, dann geht, weil wieder mit der Momentanreserve vom Generator geht die Spannung hoch und eure Printplatte von der Steuerung von der Gasheizung ist dann hinüber. Ohne Steuerung von der Gasheizung, da geht dann auch nichts mehr, wenn überhaupt noch Gas kommt. Aber das ist ein anderes Thema. Wie komme ich drauf? Wir haben Kühlcontainer und da gibt es immer wieder Leute, die probieren, diese Kühlcontainer mit dem Generator laufen zu lassen. Wir sagen ausdrücklich nein, weil diese Generatoren oder Kompressoren, habe ich auch schon ein Video gemacht, die brauchen beim Einschalten relativ viel Strom. Das heißt, wenn ein Generator läuft und der ist nicht für das ausgelegt, dann wird der abgebremst, die Drehzahl geht runter, der gibt hinten Vollgas auf dem Benzin, der Kompressor kriegt zu wenig Leistung, der geht weg vom Netz und die Spannung fliegt nach oben und die Steuerung von der Kühlanlage ist hinüber. Kommt so alle 2 Jahre vor. Da müssen wir eine Steuerung ersetzen, weil einer mit dem Generator probiert hat, unsere kleinen Kühlercontainer, die großen haben Drehstrom, aber die kleinen, die ziehen 10 Ampere, Spitze bis zum 8-fachen im Peak. Das bringt den Generator nicht mehr. Und jetzt gibt es Leute, die kaufen sich Generatoren, er darf ja auch nichts kosten, weil ich brauche ja den eigentlich nie, stellen den in den Keller und dann probieren sie, irgendwas zu starten. Ich habe einen Kommentar gekriegt von einem, ja, ich lasse dann meinen Generator laufen und kann mein 2 Stunden am Tag und kann meinen Tiefkühlschrank betreiben. Ja, dann denke ich mir, der hat keine Ahnung vom Generator und keine Ahnung vom Tiefkühlschrank. Weil dieser Tiefkühlschrank ist ausgelegt auf 16 Stunden Laufzeit pro Tag. Also wenn ich 2 Stunden Strom habe, kriegt er die Temperatur nicht mehr hin. Und nicht nur ein bisschen weniger, sondern ziemlich massiv weniger. Ich bin jetzt hier ein bisschen von der Traufe in die Regentonne gekommen oder so. Mich beschäftigt das Blackout. Auch das Video, was ich gemacht habe mit den 12 Atomkraftwerken, die ich brauche. In Deutschland wären es um die 150, einfach so nebenbei nach meiner Berechnung. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bringe euch hier das Video von der Ölheizung, was bei mir eigentlich der ausschlaggebende Punkt war, mich jetzt hier ein bisschen mit Blackout zu beschäftigen. Und hier ein Video über diese Kühlcontainer, die wir haben zum Vermieten,
aber nicht bei einem Blackout, weil die laufen mit Strom. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr wissen möchtet. Ich habe ein bisschen Ahnung von Kälte, sehr viel. Ich habe vor 30 Jahren meine ersten Elektromotoren gewickelt, weil früher hat man noch Elektromotoren ersetzt ohne Kompressor und das auseinandergelegt. So wünsche ich euch, dass es zuerst zu einem Brownout kommt, das sind sogenannte Teilabschaltungen. Ist nicht schlimm, da habt ihr einfach momentan keinen Strom, aber das Netz kommt sicher wieder stabil. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.